herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transport Fever 2. Und wer kommt da entgegen? Ja, unser neuer Zug. Die Verbindung zwischen Neubrandenburg und Weiterstadt. Hat er jetzt schon Passagiere an Bord? Ja, 43 sogar schon. Das ist ja mal gar nicht so schlecht. Da können wir direkt einmal gucken, was wird er uns dann einbringen. Ja, 43 haben wir etwas weniger als die Hälfte an Bord. Und er bringt uns 526.000 ein. Ja. Muss auch ein bisschen was machen, damit das Ganze auch mal irgendwann rentiert. Da wollte ich aber eigentlich nicht hin, sondern hier wollte ich hin. Und zwar können wir doch hier das einschalten, oder wie war das auch mal, dass wir das hier oben anders benennen konnten. Ja, da muss man mal gucken, das war auch irgendwie über diese Common API. Ja, das war hier irgendwie. Da kann man es richtig benennen und nochmal irgendwie was hier hinsetzen. Da muss man mir nochmal anschauen. Dass hier oben nur RB3 drin steht. Hier seitlich ist ja okay, dass da der nächste Halt drin steht. Aber, ja. Guck mal, es sind schon 55 Leute dort. Ja, und hier werden es ja auch nicht weniger. Ach, Herr Jemine. Ja, dann lass noch mal diesen einen Zug hier erstmal austauschen. Fahrzeug wählen, den möchten wir ganz gerne ersetzen. Nehmen wir da auch einen Diesel. Na, da haben wir ja nichts Schönes. Was haben wir hier? 25. Ernsthaft? So weiß nur, die Köpfe sind. Gehen wir doch mal kurz auf Pause. Wir haben jetzt hier aktuell 30. Ja, nee, sowas ist dann ja doch ein bisschen übertrieben. Wir könnten hier nochmal schauen, ob wir hier irgendwas Schönes zusammenbasteln könnten. Irgendwie mit zwei, drei Wagen. Aber ja, ich tendiere schon eher hier. Ja doch, diese S-Bahn hier, glaube ich, oder so eine Mirage. Hätte auch was. Ja nee, wir nehmen so eine S-Bahn hier. Dann nehmen wir dann die klassische aktuelle 420 in Verkehrsrot. Und ja, ersetzen den Zug hier mal. Jetzt müssen wir gerade nur einmal schauen, ob wir hier auch denn überall Oberleitungen haben. Ja doch, haben wir hier auch. Sehr gut. Ja, dann können wir das Ganze weiterlaufen lassen. Hier sind es hoffentlich immer noch 30 Fahrgäste an Bord. Ja. Dem ist auch so. Und wenn der hier ausgefahren ist, dann bauen wir hier auch einmal den Bahnsteig um, dass der hier ein bisschen höher kommt, weil jetzt haben wir hier eine S-Bahn, ist eine deutlich andere Höhe, sehen wir ja auch. Wir können generell die Bahnsteige hier ein bisschen anpassen. Jetzt haben wir hier zumindest einen Zug drauf, der mal ein bisschen mehr mitnimmt an Passagieren. Ist dann jetzt hier auch weg.
können wir einmal hier auf Pause gehen oder in den Pausenmodus gehen und dann hier einmal die vernünftigen Plattformen dran setzen. Die 960er Höhe. Gut, erstmal reißen wir hier so ein bisschen ab. Ja, das nicht, sonst haben wir das Ganze gleich verloren. Haben wir hier die richtige Höhe und jetzt geht das hoffentlich auch hier. Ja. Dann geht das hier so ein bisschen hoch. Das ist aber nicht ganz so tragisch. Hier auf der anderen Seite müssen wir uns dann mal merken, da war auch noch ein Dach. Hier ist Unterführung. Ja doch, die könnten wir wieder hier hinbauen, weil die kommen ja hier rauf. Müssen wir gleich mal schauen. Ah ne, die kommen hier nicht rauf, die kommen ja durchs Hauptgebäude schon durch. Ne, dann brauchen wir die Unterführung ja eigentlich gar nicht. Wozu? Ja, es kommt der Zug hier gerade nicht klar. Aber das wird sich noch ändern. Hier ist noch eine Unterführung gewesen. Okay. Und hier hinten, die haben wir vergessen gehabt. So, jetzt haben wir hier alles richtig. Jetzt können wir hier nochmal ein Dach draufsetzen. Die Dächer gehen auch. Was haben wir hier noch? Fundament mit Treppenstufen. Ah, sowas. Okay. Wo sind denn die anderen Dächer? Trackside, Gleise. Bauen wir das Ganze erstmal so zusammen. Scheint es so zu sein, dass wir nur die Dächer hier zur Verfügung haben. Ja, dann bauen wir das so. Hier kommt das jeweils geschwungen hin und in der Mitte ist es einmal dann flach. Dann sieht das Ganze so aus. Etwas moderner, mit einem alten Gebäude dazu. Ja, die müssen hier hinten halt lang gehen. Da ist okay. Und jetzt haben wir hier, ist wahrscheinlich der Zug hier. Ja. Oh, schiebe ich den jetzt hin. Hier hin. Einmal drehen. Ja komm, dann schicken wir ihn schon los. Dann soll er losfahren. Das fährt mit auf den Türen. Ne, das wollen wir auch nicht. Komm, dreh wieder um. Haltet nochmal richtig an. Dann wird er auch vielleicht noch voll. 10 Stück stehen hier schon wieder. Dann sind wir schon bei 79. Fehlen nur noch 20. Dann fangst du die 3 Minuten wieder neu anzuzählen. Jetzt hat er die Türen auf der Seite auf. Das ist aber auch hier ein merkwürdiger Zug. Ja, das ist richtig. Was macht er hier auf? Guck mal, sind wir schon bei 89. Geht bald los hier. Und dann können wir auch einmal hier hinten jetzt in Bremerhaven schauen. So, aktuell ist ja hier kein Zug. Dann bauen wir hier auch noch einmal um. Alles so schön ist, haben wir aber letztes Mal ja schon gemacht. Oder letztens, nicht letztes Mal. Ja, dann geht das kleine Modul hier auch flöten. Das können wir dann gleich wieder direkt dran setzen. Ja, und hier haben wir auch mehr zur Auswahl. Liegt einfach immer daran, welchen Bahnhof wir als Basis gewählt haben. Ja, sind einfach die anderen Bahnsteige gewesen. Was haben wir das hier? Hier hatten wir dann noch ein Gebäude dran gesetzt. Ein kleines Nebengebäude. Dann die mit Uhr brauchen wir nicht. Das mittlere passt hier nicht hin. Genau, war das kleine Nebengebäude. Setzen wir auch wieder so hier ran. Okay, ein Dach machen wir gleich. Hier müssen wir uns merken, hier ist noch die Unterführung drin. Ja, alles gut. Wir korrigieren es ja gleich. Dann gibt es hier wieder, ja, nicht die 380.
So, und hier kommen jetzt erst noch mal Gebäude hinzu. Auch wieder die modernen Gebäude. Das war dann das mittlere. War es echt das mittlere Hauptgebäude? Oder war es einfach hier das kleine, nur mit Uhr? Ich glaube, das war nur das kleine mit Uhr. Und dann gibt es nochmal das kleine Nebengebäude. So sah das aus, ja. Genau. Ja, beschwert sich hier auch keiner mehr. Jetzt können wir nur mal gucken. Die Unterführung. Die können wir dann hier hinsetzen. Und die Bedachung, da hatten wir die Schrägen hier gehabt, die Dinger. Genau. Auf dieser Länge. Dann sollten wir das hier auch laufen lassen können. Haben jetzt unterschiedliche Bahnsteighöhen. Hier ganz normal, sage ich mal. Und jetzt kommt hier nämlich unsere S-Bahn eingefahren. Und dann sehen wir auch gleich, dass jetzt die Höhe des Bahnsteigs deutlich besser aussieht. Ja, es ist nämlich der Aufstieg, es ist nämlich ebenerdig möglich. Also es hat für die Spiellogik hat das keinen Einfluss, was wir gerade gemacht haben. Das ist jetzt wirklich hier nur ja, reiner Schönbau. Also einfach nur fürs Auge so ein bisschen. Ne? Also ich würde es jetzt nicht als Schönbau bezeichnen wollen. Da gibt es andere, die deutlich schöner, deutlich besser bauen können. Hier haben wir auch noch einen Bauernhof, genau. Dann können wir hier vielleicht einmal schauen in Neubrandenburg. Nee, in Bremerhaven. Da warten wir 5 Minuten. Ist das wirklich Bremerhaven gewesen? Ja. Das reduzieren wir mal auf 2,5, dass wir schneller in die andere Richtung losfahren. 2,5 wollten wir, nur 150 Sekunden. Ja, die Bushaltestelle hier, die hält das auch aus. Das ist dann soweit erstmal okay. Ja, er wird nicht voll zurückfahren, der Zug. Aber muss er auch nicht zwangsläufig. Achso, wie schnell könnte denn die S-Bahn jetzt überhaupt fahren? Und da, ja, 120, genau. Das ist ja auf der Strecke möglich. Das ist vollkommen okay. Ja, die fahren ja auch schon wieder los. Da stehen ja doch noch reichlich Leute rum. Aber ein größerer Zug reicht wahrscheinlich auch erstmal. Okay, was wir noch gucken wollten ist, wenn wir jetzt hier ankommen, wir bringen 315 Einheiten mit. Na doch, das passt nicht ganz. Okay, er wartet die nicht mehr. Dann war das der andere Zug, ne? Der Kunststoff mitnimmt, den wir verlängert haben. Oha. Ja, hier haben wir reichlich rumliegen. Ja, der Zug, der fährt aktuell natürlich gerade so. Nicht im Minus, aber sagen wir mal plus minus null fährt er gerade so. Liegt einfach daran, dass wir hier hinten die Ware noch nicht so richtig an die Frau und an den Mann bringen. Ja, hier schon. Sag mal, haben wir hier nur noch irgendwie Fahrzeuge verwalten. Was können die? 20. Ja, wir können jetzt hier die Anzahl erhöhen oder wir können einfach doch andere LKW nutzen. Was können die denn? Die haben eine Rate von 64 und Schillingsfürst hat 104er. Nachfrage. Ja komm, die klummen wir nochmal komplett. Dann sind wir hier bei 128, 129 jetzt, ja. Dann reicht das erstmal. Aber mehr als 4 LKW möchten wir nicht drauf haben. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir die LKW dann erstmal vergrößern. Dann gibt es andere
hier dementsprechend dafür sorgen müssen, dass dann die Waren auch in die Stadt gebracht werden. Genau. Oh, haben wir hier noch die Station drin? Ja, das ist natürlich nicht unser Plan. Die da rausfliegen. Dann sieht es hier natürlich auch schon ganz anders aus. 167 jetzt. Dann nehmen wir doch einen der neuen LKW direkt wieder raus. Und verkaufen den. Ja, 116 ist der Takt, 126, Nachfrage 104, dann passt das. Und wohin fährt er jetzt hier? Er fährt direkt hier oben zur Warenausgabe, hoffentlich. Ja, Warenfabrik, Warenausgabe. Hatte ich glaube ich schon mal erklärt. Die fahren also die Güterstrecken, so wie ich das eben beobachtet habe. Okay. So, Dankeschön. Die fahren immer zuerst die... Also die fahren wirklich nach Reihenfolge, wie man die Linien hier definiert hat. Das ist hier anschauen. Die fahren zuerst immer hier hin, wenn ich neue Fahrzeuge draufschicke, egal wie viele jetzt hier sind. Beim Personenverkehr verteilt sich das von vornherein ein bisschen besser. Da habe ich den Algorithmus noch nicht ganz so gesehen oder noch nicht ganz so durchschaut, was sie da machen. Aber es ist halt durchaus hier sinnig. Man hat ja, es gibt ja Gründe, warum man die Güterlinie so anlegt, wie sie angelegt ist. Dann ist es ganz schön, wenn man denn auch am Anfang einsteigt und nicht so mittendrin, wo man entweder gerade was abliefern möchte, was dann wieder neue Produkte erzeugt, oder man sowieso nur das Endprodukt abliefern möchte. Ist natürlich ein Schwachsinn, da anzufangen. Okay. Aber wir wollten eigentlich immer schauen, Wemding und Schorndorf, die brauchen tatsächlich Güter. Wemding haben wir hier und Schorndorf hier unten. Und das würde sich ja mit einem neuen Projekt ganz gut verbinden, denn eine Idee von mir war es noch gewesen, das Ganze hier weiterzuführen. Von Weiterstadt erstmal bis hier unten hin, bis Rheinböllen, dass wir hier unten auch einen Personenbahnhof machen, aber wirklich nur einen kleinen. Idee an der Stelle ist einfach, dass wir hier zwei Durchfahrtsgleise haben. Und in jede Richtung jeweils ein Personengleis dort anschließen. Vielleicht auch generell nur ein Personengleis, müssen wir mal schauen, wie viele Züge wir hier wirklich einsetzen möchten. Und ansonsten hier durchfahren können, so dass wir dann also hier irgendwann auch mal einen Anschluss haben an diese Maschinenfabrik, wenn wir das denn brauchen. Wäre ja eigentlich soweit ganz cool. Wir haben hier an Maschinenfabrik haben wir hier einmal die hier unten und in Bremerhaven, aber beide sind noch nicht in Betrieb. Und ich würde vielleicht auch die hier unten eher in Betrieb nehmen, weil wir hier nämlich einen schönen Anschluss machen können und dann hier auch wieder ein bisschen Strecke haben, um dann die Maschinen hier unten Richtung Bremerhaven auch zu liefern. Und wir können dann halt hier noch weiter einfach durch und dann entweder hier oben das Ganze erweitern, dass wir auch aus der Richtung hier in diesen Bahnhof einfahren und dann hier die Waren abliefern und auch den Treibstoff. Brauchen wir hier in Schorndorf und das Ganze von hier aus dann per LKW weitermachen oder vielleicht auch mal schauen, wenn wir von hier aus kommen, können wir natürlich hier irgendwie, weiß nicht, hier auch noch einen Bahnhof machen, da wir nicht ganz so weit reinfahren müssen. Wird sich auch anbieten, wir haben hier oben ja Gewerbe- und Industriegebiet, wäre eben auch eine Möglichkeit, das Ganze, die Straße ist dann natürlich dann fällig, das ist dann diese Ausfahrt, die dann sich hier irgendwo hier rein begeben wird, hier in den Güterbahnhof hinsetzen, oder wir nutzen wirklich den hier oben und müssen das Ganze dann von hier aus weiter wieder nach unten verteilen. Da kommt es nämlich jetzt drauf an, wir haben ja hier, da ist Wemding, wir können das von hier aus dann auch per LKW machen, oder was wir wirklich machen könnten, wir machen wirklich hier unten diesen separaten Güteranschluss für die Stadt, das er einmal hier halten kann und dann fährt der Zug noch einmal weiter
und bringt den Rest der Waren noch hier unten mit hin. Dann wird dieser Bahnhof hier eben zweigleisig ausgebaut, sodass wir hier nochmal die Waren für Wärmling auch anliefern können. Und das machen wir dann von hier unten dann auch per LKW dann wieder zurück. Hier natürlich auch die kurzen Wege müssen wir auch per LKW machen. Aber natürlich mit deutlich weniger Fahrzeugen, als wenn wir hier oben wären. Das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Ist für den Anfang jetzt beim Projekt nicht ganz so entscheidend. Da kommen wir eher dann in der Endphase dazu. Also wir haben ja diesen Zug, der nimmt dann hier unten von hier aus, nicht vom Personenbahnhof, er nimmt dann von hier aus die Waren mit und liefert die dann hier ab. Und der Zug, der dann hier quasi den Kunststoff anliefert, kann dann die Waren auch wieder mit zurücknehmen, hier über diese Strecke hier hinten durch und kann die dann hier unten abladen. Dann sollten wir hier noch einen Zug haben, der ab hier dann die Waren, also in dem Fall wäre es dann ja noch erstmal nur die Waren. Müssen wir noch schauen, ob wir den Treibstoff da auch noch sinnvoll hinbekommen. Den haben wir ja eigentlich hier oben liegen. Das könnten wir aber vielleicht noch mit Gütertrams machen, da wir die hier auch noch mal mit draufsetzen, dass dann hier oben der Treibstoff auch noch mitgenommen wird, hier unten abgeliefert wird. Und der Zug, der dann hier den Kunststoff bringt, beides eben in die andere Richtung auch mitnimmt. Dann müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es auch noch einen extra Zug dafür. Habe ich eigentlich nicht vor, aber das wird die dann zeigen. Okay, was müssen wir dafür machen? Hier hinten in Schorndorf, in Schillingsfürst ist schon alles angeschlossen. Der Zug könnte es theoretisch, dass er hier die Waren mitnimmt. Dieser Zug könnte auch schon theoretisch die Waren hier unten hinliefern. Also, was fehlt? Ja, eigentlich nicht ganz so viel. Ne? Wir müssen hier nur gucken, wenn wir hier die Waren abliefern, dass wir hier nochmal ein Gleis haben, mit dem wir auch irgendwie rauskommen, und zwar in die andere Richtung. Und da ich mir das Gleis jetzt nicht wieder teilen möchte, also erstmal, lass uns erstmal kurz schauen, wie kommen wir hier überhaupt vernünftig raus, bevor wir jetzt hier einfach ein Gleis an diesen Bahnhof setzen. Und dann funktioniert das nicht. Und vielleicht ist es sinniger, hier einen zweiten Bahnhof hinzusetzen, auf dieser Seite. Lass uns einmal mal kurz gucken, wenn wir hier durchaus auch mit einem 60er Bogen raus möchten. Also wir müssen jetzt wirklich gucken, wir werden hier irgendwo starten, das heißt, wir kommen bis weiter hinten raus. Ja, also wir kämen dann irgendwo hier wieder sicherlich auf den ins Freie, ans Tageslicht. Irgendwo in diesem Bereich hier. Ist dann die Frage, kommen wir hier dann wirklich halbwegs sinnvoll raus? Wenn wir hier so rauskämen, könnten wir hier rum oder hier auch nochmal kurz in den Tunnel rein. Und hier haben wir ja die andere Strecke, die Personenstrecke, und da würde ich dann das Ganze auch eingleisen lassen. Und dass wir dann von hier aus irgendwie in diese Richtung kommen und dann das Ganze hier so weiterziehen. Ja. Fangen wir doch mal an mit dem Bau. Aber dass wir damit fertig werden heute, ist eher unrealistisch. Aber wir müssen irgendwann mal den Anfang dafür machen. Okay, so möchte ich die Steigung hier nicht haben. Wir werden hier auch erstmal so eingleisen, sollte erstmal irgendwann dazu kommen, dass wir hier relativ viele Züge haben. Müssen wir gucken, ob wir hier einen Überwurf installieren. Aber so fahren wir, glaube ich, erstmal ganz gut. Wenn wir hier einfach so mit in die Gleise reingehen. Ja, hier können wir ruhig dichter an der Fabrik vorbei. Guck mal an, es geht da hier richtig schön rum. Können wir auch so belassen, denn dann kommen wir hier irgendwie auch auf eine. Eine schöne Höhe schon, dass wir nicht zu sehr nach oben müssen. Müssen jetzt nur schauen, ob wir hier durch möchten. Wo müssen wir hier hin? Wir müssen hier auf 130 Metern, sind hier unten. Wow, das ist natürlich noch mal
ein ordentlicher Anstieg. Lass uns einmal schauen, wenn wir hier jetzt den Bahnhof quasi auf dieser Höhe haben. Ja, also wir sehen ja hier, kann man kurz hier so anschalten. Da sind wir noch ein wenig zu hoch. Ja, vielleicht können wir gar nicht so eng hier an der Fabrik vorbei. Vielleicht ist Gewissheit geworden, wir können nicht so dicht hier dran vorbei. Wir bauen das Ganze hier nochmal um und ziehen in diese Richtung. Da schauen wir mal. Wenn wir mit der Stärkung hier erstmal rauskommen. Obwohl, wir können ja schon relativ stark eigentlich hochgehen. Denn wir müssen hier sowieso gucken, dass wir irgendwo hier halbwegs sinnig die Höhe da mal erreichen. Geht noch ein bisschen weiter geradeaus und dann hier so reinzugehen in den Berg. Hier sind 160. Oh, da komme ich immer noch nicht hin. Oh, das ist gar nicht so einfach. Aber die Mod ist schön, dass man nicht allzu starke Steigerungen hat, aber sie limitiert uns natürlich beim Bauen ein wenig, beziehungsweise limitiert uns nicht, sondern ja, stellt manche Bauprojekte doch vor ja nicht unwesentliche Herausforderungen, sagen wir es mal so. Wie machen wir das denn jetzt hier? Also wenn wir jetzt hier irgendwie rauskommen, hier jetzt sind wir schon bei der maximalen Steigerung. Hier irgendwie dann ja hier immer weiter nach oben, dann gehen ja die Straße ist gleich fällig, das ist dann kein Problem. Ja, oder wir machen das ja wirklich noch mit dem Tunnel hier an der Stelle von der Straße, kurz in den Tunnel reingehen noch, dann kommen wir hier wieder irgendwo raus. Weiß nicht, bis wo wir hier halt kommen von der Höhe her. Hat dann doch irgendwann diesen Bogen hier so schlagen müssen. Oder wir müssen uns von diesem Projekt, zumindest so wie das jetzt ursprünglich geplant war, erst einmal verabschieden, da wir hier den Weg anders nehmen müssen. Vielleicht hier hinten, aber dann kommen wir halt auch relativ schnell in den Tunnel rein. Wenn wir hier so den Bogen schlagen würden. Dass wir hier hingehen erstmal, in die Richtung. Dann kommen wir hier aber schon höher raus, ne? Ich glaube, das machen wir so. Dann reißen wir erstmal wieder ab. Mache ich ungern, kostet es eigentlich, was heißt eigentlich, kostet ja doch schon ein wenig Geld. Allerdings haben wir aktuell ganz gut Geld auf der hohen Kante und dementsprechend können wir das durchaus so bauen. Okay, das ist jetzt der Kreisbogen, den wir machen können, den Gleisbogen, nicht Kreis, sondern den Gleisbogen, den wir nehmen können, dann hier in die Richtung zu kommen. Hier vielleicht haben wir hier einen kleineren Tunnel, so eine Art Kehrtunnel und kämen hier hoffentlich wieder ans Tageslicht und dann hier irgendwie so ein bisschen in die Höhe zu kommen. Gucken wir mal, was könnten wir hier noch für Radien fahren. Ja, nehmen wir hier aber ein halbwegs schönes Portal, ne? Und dann nehmen wir mal das hier. Ja, das nehmen wir hier einfach.
die maximale Steigung. Komm hier einfach. Oh, wo kommen wir denn hier wieder raus? Lass uns das hier einmal so bauen. Kostet halt 10 Millionen, aber wir gucken gerade einmal so. Wo ist jetzt hier unser Punkt? Das ist jetzt aber das äußere Gleis. Also gehen wir auf 161. Damit wir innen drin auf jeden Fall 160 fahren können. So, 161. Boah. Das ist ja nochmal ein ordentliches Stück. Ja, und dann kämen wir hier auch irgendwie so halbwegs raus. Hätten hier aber nochmal relativ langen Tunnel. Also eigentlich komplett Tunnel bis hier hinten hin. Aber wirklich schön wird das dann nicht. Aber es ist irgendwie nicht anders zu lösen. Außer mit diesen Schleifen hier. Ja gut, was wir noch machen könnten, wäre... Wir lassen das mal von hier aus nochmal anders bauen. Den Bogen lassen wir erstmal, wenn ich dann halt den hier so grob einmal, also mittendrin muss ich den Schwung einmal mal trennen, damit wir hier was ausprobieren können. Wenn ich jetzt hier irgendwie dieses Gleis rankomme, ja, das ist ja hier schon, ah, da haben wir ein Stück, da kommen wir ran, hier kommen wir auch ran, hier ebenso, ja, geht doch. Okay, und jetzt geht es von hier aus mit maximaler Steigung. Wo wollten wir hin? Ja, hier so grob. Hier erstmal hin. Ja, doch, könnte durchaus erstmal so hier rauskommen. Dann hier einen 161er Gleisbogen mal nehmen. Genau, so was kannst du erstmal bauen. Wie sieht das denn von hier aus? Wo kämen wir denn da wieder ans Tageslicht? Schon da. Na, ja, gefällt mir glaube ich besser. Das Ganze so bauen. Ja, und von hier wieder runter, ne? 30 Meter dann. Das wird ja auch wieder nichts werden. Also Rheinböllen liegt da schon eher ungeschickt an der Stelle. Ja. Ich glaube, das lassen wir uns nochmal durch den Kopf gehen, wie wir das Ganze hier genau lösen möchten. Und werden die Folge hier erstmal beenden. Und dann nochmal schauen, wie wir das Ganze hier dann wirklich machen. Oder ob wir Rheinböllen nicht doch einfach zugtechnisch gesehen auslassen. Und dann vielleicht doch ja, die Strecke hier entlang ziehen, dann hier hinten durch, oder vielleicht doch hier, dann hätten wir hier einen längeren Tunnel, aber dass wir nicht allzu sehr in die Höhe bauen und hier einfach in Schorndorf abladen und dann von Schorndorf oder eben doch von Weiterstadt das Ganze hier mit Bus und LKW nur anschließen, weil es einfach per Zug
doch recht aufwendig zu erreichen ist und ich nicht ganz so sicher bin, ob wir wirklich diese Strecke dann so in den Bergen haben möchten, weil die quasi ja nur im Tunnel ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das hier lösen möchten. Und ja, ich bin schon gespannt darauf, was denn so eure Vorschläge dazu sind. Ja, gucken wir mal hier an dem Bahnhof. 145 Personen warten hier schon. Der Zug ist hoffentlich unterwegs. Ne, er ist nach Neubrandenburg unterwegs und macht inzwischen auch Gewinn. Ja, lasst uns da mal kurz schauen, wo er ist. Ja, hier kurz vor Neubrandenburg. Nehmen wir diese Mitfahrt hier mit. Beziehungsweise die Einfahrt hier vorne nehmen wir einfach mal mit. Und ja, wir warten auch schon gut, Leute. Ja, dann sage ich Dankeschön wieder fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.